up, hurry! We need to find a safe place for you to stay, Dinky D, and keep these savages at bay. I'll put something together. Hund und Buggy, Jumps Buggy und der Hund wurden freigeschaltet und sind verfügbar, um Minenfelder und Landminen sicher im Ödland ausfindig zu machen. So. Als nächstes machen wir dann die Crew-Teile. Hier sind wir gerade. Sind irgendwie alle gleich weit. Ne, das ist am weitesten weg. Ich glaube, ich werde auch zu dem da als erstes gehen. Ein wenig Ablenkung habe ich gerade bekommen als Achievement. If the threat of Lord Scrotus is lessened, it will mean great tidings for us. Alter, ich sehe gerade nichts. Es ist so sonnig bei mir gerade in real life. Kommt, lasst mich halt in Ruhe. Komm, fahr auf die Seite. Komm, nochmal. Am besten noch zweimal. Dann habe ich dich nämlich, du Sau. Dann habe ich dich. Ah, haut ab. Er hat Angst vor mir. Da runter zu fallen. Oh, ich wollte dich gerade noch messern. Max-Menü. Gibt's irgendwas, wo ich mehr Waffen, mehr Messer halten kann, zufällig? Ich habe hier zwei neue Sachen. Ein Ansturm, der Feinde rückwärts stolpern lässt. Ein Execution mit der Schrotflinte. Aha. Ja, ich kaufe mal beides. So, was haben wir hier? Kopf. Nee. So wie er jetzt aussieht, passt er mal schon besser. So. F
Fäuste fügen Feinden mehr Schaden zu. Nice. Okay, aber anscheinend kann ich hier nicht Messer mehr. Das finde ich schade. Alles klar, runter da. Hier war Schrott. Da ist Wasser. Kann ich eigentlich gleich auffüllen? Ist hier noch was? Munition. Das sieht doch richtig aus. Schrott. Wow. Screw, 1 von 3. Und nochmal Schrott. So, zack, das wird das nächste. Benzin und Wasser wäre, glaube ich, aber auch nice in der Festung. Aber die Schrottcrew und die Putzcrew sind für mich, finde ich jetzt aktuell noch das Wichtigste. Die Spätcrew könnte ich natürlich auch bauen, aber ich habe noch nicht die Vorteile gesehen. Sind wir jetzt in einem neuen Gebiet? Ich hocke gerade vor meinem PC wie so ein Chinese. So zusammengekneifte Augen. Kommen die mir nicht nach? So schnell fahre ich doch gar nicht. Als ob der nicht hat die Vogelscheuche kaputt gemacht. Ja komm, geh weg. Ich will die Vogelscheuche kaputt machen.
right here. Das war fast zu weit. Das ging mir fast so einfach. Als ob da keiner war. So, als nächstes dann der Ballon. Und dann die Putzcrew. Na, hast du schön auf mich gewartet? Ja, dann bekommst du jetzt auf die Schnauze und das war's. So, da ist schon wieder, sind schon wieder Feinde. Jetzt sind wir wieder bei Cheat. So, repariert das Auto. Ist Nahrung, um schnell Gesundheit wiederherzustellen. Jo. So. Dreimal Schrott gibt's hier. Das wollte ich nicht. Aber ich habe den Gegner anscheinend getroffen. Ja, dann komm hoch. Dann klatsche ich dich. Tja. Bonus von wieder Willenskraft, okay. Finde und benutze Schalter und Winden, okay. Um den Ballon herzuholen. Aha. Ja, dann hoch. Ah.
Kolossus. Das sehe ich schon, Sniper. Jade. Best make good on our deal. Vogelscheuche. Okay. Stank Germlager. Da ist ein Lager. Scharfschütze, Lagersniper. Molotow-Schleuder. Okay. Hop. Schiedsfestung. The lighthouse. Still a lot of war boys around. War lighthouse. Ich sehe kein Leuchtturm. Aber ich finde sonst auch nichts. So, dahin will ich. Was bist du? Scandam-Lager, Schwierigkeit 2. Da muss ich bestimmt irgendwann mal für die Hauptmission hin. Und der Vogelscheuche kommen wir vorbei. Das sind schon wieder zwei Sachen, die ich nicht überprüft habe. Aber ich finde das System hier auch nicht wirklich toll. Das hat mir in Far Cry besser gefallen mit den Türmen. Far Cry werde ich auch noch let's playen. Ich habe schon ein paar Far Cry Folgen hier auf meinem Channel, aber die konnte ich damals nicht richtig aufnehmen. Darum werde ich die wieder löschen und komplett neu anfangen. Nach Mad Max. Und während Mad Max, ich weiß noch nicht wann, aber es kommt noch Pokémon Omega Rubin. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich habe schon 3 Folgen aufgenommen. Aber ich werde jetzt halt erstmal gucken, dass hier Mad Max flüssig wird. Bevor ich mit einem anderen Projekt beginne. Oh Lord. Wie ist denn das jetzt gestorben? Na komm, Mate, beeil dich. Ich fahr sogar ein bisschen langsamer extra für dich, wa? Oh, da ist eine Vogelscheuche. Wie bekomme ich denn die? Aha, ich sehe schon. Bremsen!
dass ich da jetzt echt zu schnell war. Dann halt mal ohne Booster. So, Mate, jetzt kannst du zu uns kommen, dann mache ich dich mal ein bisschen platt. Ja, wenn er auch hier. Wenn er auch nicht. Ich weiß nicht. Der ist ganz komisch, der Mate. Reparier mal das Auto, während ich Schrottteile hole. Bam, bam. Das ist voll unfair, dass einfach so random die Leute hier. Ja, komm, hau ab. Dann bumse ich dich jetzt mal eben halt. Wow, ich bin echt drüber gesprungen. Ich will jetzt nämlich hier die Schrottteile haben. Nee, komm zurück, ich bleib hier. Alles klar, da furzt sich an. Und dafür musste ich jetzt extra rausgehen, ins Auto gehen. Da war gerade noch irgendwo ein Messer. Da. Wow. Als ob ich da jetzt nicht lang genug gehalten habe. So, als nächstes wieder zurück zu Cheats Festung. Have you had a vision from the angel? Die Roadkills sind nicht auch was. Forget not the grand mojo, what sits on the hood. An ornament of great power for us. Und so Autos, so Schrottautos zur Festung bringt auch was. Dort waren, glaube ich, 500 Schrott, die wir dafür bekommen haben.
So. Jeet's the one who's gonna decide anyway. Not keeping your head, a little less hairy around here now. I'm getting impatient here! Schrott Crew. Die Boots Crew war da hinten, wa? Slide that way. You got a situation with Jeep. Ein großer Gefallen für Jeep. Im Hoheitsgebiet der Festung wird der Schrott. Wartet, ich muss kurz mein Mikro wieder aufstellen. Das hat sich nicht, das ist mir jetzt nämlich fast umgefallen, die Sau. So. Schrott von besiegten Fahrzeugen automatisch einsammeln. Ja. Das nächste wird die Boots Crew. Und aufdanken, ganz wichtig. Nee, die Schrott-Crew, nicht die Putz-Crew. Vier Teile. Eins ist ganz nah. Das ist hier. Dann haben wir da oben wieder eins. Dann haben wir hier eins. Und wo ist das nächste? Da ist eins. Da ist eins. Da ist eins. Und wo ist das? Hä? Ich sehe das nächste nicht. Da kommt ja noch einiges. Aber ich sehe das vierte nicht. Hä? Madenfarmteile. Okay. 1, 2, 3 sehe ich. Ich sehe das vierte nicht. Wo ist denn das vierte? Schrott Crew. Ich sehe das vierte nicht. Schade. Go to the cab now. Don't expect this to last. We're gonna get raided anytime now. Ich werde es trotzdem mal angehen. Irgendwo wird es wohl sein. Füll mal Leben auf, Max.
Das sind die Teile. Einmal ist, muss da hier noch irgendwo Schrott rumgammeln. Hier. Nice. Das nächste ist dann hier. Very risky to slow here. Ja, nice, die Boots Crew erledigt ihren Job. Da ist noch eine Vogelscheuche. Was habe ich da jetzt daneben gesprungen? Needs repairs now. So. Yes, yes, yes. I will nurse her back to health. Oh, ich sehe gerade Folge 3 ist fertig hochgeladen. Hat er sich gerade vom Sniper-Licht angepackt? Keep an eye on Angel. Angel, be careful. Alles klärchen, Jump Bucket.
Oh, dann gehen wir da jetzt runter. Something about this place makes my hair stand up. Irgendwas lässt deine Haare aufstehen. Gegner oder was? Was? Oh, ich bin in sowas echt schlecht. Okay, essen kann ich hier nichts. So, 100%. Ich weiß nicht, warum ich da reingegangen bin, wenn es eh schon 100% waren. Fragt mich einfach nicht. So, das nächste ist da. Und dann fehlt halt eins. Und das ist echt doof. Ja, auf alle Fälle sollst du wieder da runter, Max. Hoffentlich sehen sie mich jetzt nicht, dann muss ich die jetzt nämlich nicht bekämpfen. Ach, eigentlich ist es ja auch scheißegal. Ich muss ja sowieso in die gleiche Richtung wie die. Ja, ich konnte halt jetzt nichts machen. Und ich kann auch weiterhin nichts machen. You done? Ich konnte jetzt nicht ausweichen, da hat viel zu lang gebraucht. Schnell, steig ein! Du musst mir jetzt nicht ab. They just drive away. And with all that scrap treasure.
brauchst gar nicht versuchen abzuhauen, du Sau. Ich glaube, der Echter kann mit mir messen und dann abhauen. Scheint halt echt so, als hätte er das gedacht. Warum ist eine Vogelscheuche? Alter, ich sehe nichts, es ist so hell. Das war nicht die Vogelscheuche. Lead truck. It carries a great and powerful artifact on its hood. Huh? It would serve us well to wield such a mysterious force. So, danke. Sun comes a rolling up yonder on the horizon. Now that'll keep your engine running. Alles klar, erstmal Hundefutter essen. Eine Hundefutterfarm wird mir viel mehr gefallen als so eine Madenfarm. Die würde ich dann wahrscheinlich auch bauen, aber Maden sind einfach nur hammer eklig. Und ich würde 10.000 Mal lieber Hundefutter essen. So, Putzcrew. Nee, Schrottcrew. Schrott. Schrott. Historisches Relikt. Schrott. Ah, deswegen habe ich es nicht gesehen. Dann müssen wir nämlich auch für die nächste Mission hin. Aha.
für die Karosserie. Können wir eigentlich jetzt schon Werkstatt was machen? Das können wir immer noch nicht. Neues Rammgitter würde gehen. Beim Motor haben wir was Neues. Er macht uns schneller und das Fahrverhalten wird ein wenig schlechter. Schleifen. Ja, das baue ich mal. Da wir eh eine Menge Roadkills machen, beziehungsweise da wir eh immer fighten, wenn wir uns sehen, beziehungsweise wenn der uns hinten nachfährt, kann das nur positiv sein, ein bisschen mehr Damage auszuteilen. Ich sehe halt immer noch nichts. Du die, du die. Auf zur Karosserie! Hunger hätte ich ein wenig. Was bekommen wir eigentlich, wenn wir die töten? Also wenn wir die zur Festung bringen, bekommen wir eine richtige Menge Schrott. Alles klar, da bekommen wir mehr Schrott als für die normalen Roadkills, aber sehr, sehr viel weniger, als wenn ich den einfach jetzt zur Festung gebracht hätte. Willst du? Hilf dem Ödländer und teile den Schrott mit ihm. Nö. Ja komm, mach mal die Harpune fertig, ich will den Fahrer da rauszuppeln. Okay, ich kann den Fahrer da nicht rauszuppeln und ich weiß nicht wieso. Ich will den Fahrer.
So. Cheats Festung. Da. Das ist eine große Menge Schrott, die wir von denen bekommen. Und den Schrott lasse ich mir, tut mir leid, den lasse ich mir echt nicht entgehen.